Also ich war natürlich davor ein bisschen aufgeregt. Es war dann alles relativ schnell vorbei, weil wir wegen der aktuellen Corona-Lage uns darauf geeinigt haben, unsere Reden möglichst kurz zu halten. Daran haben wir uns dann auch gehalten. Und der Antrag auf die Erhöhung der Parkgebühren wurde zum Glück dann auch am Ende angenommen. Erstmal ist es nichts Ungewöhnliches. Erhöhungen in der Art haben wir in anderen Bereichen wie dem ÖPNV auch. Und dann wird hier oft angeführt, dass durch die Corona-Pandemie der Handel gerade so leidet. Das ist definitiv der Fall. Aber aus unserer Sicht bringt es da nichts, im Centbereich, sage ich mal, an den Parkgebühren zu schrauben, sondern man muss da vielmehr ganz allgemein über Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum sprechen. Das erreichen wir aber gerade eher durch weniger Autos. Und indem wir die Parkgebühren erhöhen, bringen wir die Leute dazu, noch mehr in den Parkhäusern zu parken, dass mehr öffentlicher Raum für alle bereitsteht. Das weiß ich noch nicht, aber natürlich gerne wieder zum Klimaschutzthema. Ja.